So, Zeus ist wieder da. Von daher geht's jetzt hier auch los. Da werden die Settings geladen, Restarts kommen. Ich weiß gar nicht, ob geknifed wird. Ich glaube nicht, oder? Ne, das sieht nicht danach aus. Also viel Spaß hier. ESC gegen Navi auf dem Mirage. Und Navi direkt mit einem B-Split-Versuch. Och, kriegen First Pack Edward instant da gegeben an kurz. Und dort steht wie gewohnt Neo. Zieht sich zurück. Schöne Smoke-Kombination dort. Also gut ausgedacht. Boah, Kuben mit einem. Neo. Noch keinen. Kriegt direkt von Zeus. Boah, sieht nicht gut aus für ESC. Navi mit 4. Lord, jetzt erst über kurz. Tess hat da das wichtige Kit. Boah, Tess stirbt in der Küche. Lords Posi auch bekannt. Und jetzt können sich einfach alle 4 Navi-Spieler auf ihn konzentrieren. Und Zeus macht ihn. Boah, krasser Go. Und die Runde hat natürlich super angefangen für Navi da mit dem One-Shot. Gegen Connector, gegen Pascha war es, glaube ich. Aber schön gespielt von Neo. Da hat er sich auf jeden Fall was vorher überlegt, wie er sich da zurückzieht bei dem Go. Dass die Smoke dann hier liegt und er hier an der Kiste stehen kann, damit er einfach auch Haus schlechter gesehen wird und er mehr Spielraum hat. Und natürlich, dass die Kurzspieler nicht direkt wissen, wo er hingegangen ist. So, somit 1 zu 0. So, Mitte ganz gut erfolgreich. Eingeholt und zwei richtig low geschossen. Auch das erste Official übrigens jetzt mit dem neuen Update. Auch wenn jetzt nicht so viel geändert wurde, ein bisschen was an den Pistols und ansonsten nur so Bugfixes. Was vielleicht auch am wichtigsten ist, dass dieser Interp-Bug jetzt nicht mehr funktioniert. Also das ist schon mal ein großer Fortschritt, was das angeht. Natürlich sind noch viele Baustellen da, aber wenn es so weitergeht mit den Updates, dann passt das ja. Denke, sie werden jetzt erstmal die Waffenbalance feintunen, bis es halt perfekt ist und dann das nicht mehr anrühren und dann können sie sich anderen Sachen widmen. Weil wenn das sich immer ändert, das ist natürlich immer blöd. Also das braucht auf jeden Fall eine Konstanz, die man jetzt natürlich erstmal schaffen muss. Ich denke, viel muss an den Waffen auch nicht mehr geändert werden. Das ist halt das Nonplusultra. Wieder geht's Mitte. Edward schießt da ziemlich vernünftig. Gutes Aiming, der Junge. Boah, nice Burst. Der wurde ja ein bisschen genervt, der Burst. Ist ungenauer. Trotzdem Edward da eine schöne Runde gespielt. Und Zeus im A auf. Die Runde ist sogar knapp. Lord hat eine Waffe. Pascha hat sich auch erbeutet Mitte. Die Bombe ist sogar mit da down, also es sieht gar nicht so schlecht aus. Zeus aber perfekt da über. Boah, stark das denn, ja. Da droppt er leider runter, aber er macht die trotzdem mit Galil. Hätte Pascha gut den gern haben können. Also gewohnt 13-0. Terror Pistol Win. Und jetzt das erste Mal Waffen bei ESC. Pascha hat keine Arme. Neo auch nicht. Also wir sehen hier keinerlei AWP. Navi 3 Action einer Mitte. Starix am Haus. Hat ein bisschen geschossen. Wird jetzt über Keller schieben. Also es wird ein A-Split auf jeden Fall. Doch Maklerfarbe. Kurz weggesmoked. Neo mit dem Move in Mini-Döner. Zielt er jetzt wahrscheinlich auch, dass da nichts geboostet wird. Ja. Die Frage ist, wie kurz dann gedeckt ist. Okay, da müsste Pascha eigentlich spotten. Ne, Neo macht er jetzt, okay. Also man steht wirklich sehr, sehr defensiv. Einzig Lord hätte ein bisschen was. Ein bisschen offensivere Position. Starix spielt dann den Abfucker. Und gleich gibt es den Gau am A. Kommt jetzt hauptsächlich auf Tess, Gruben und Pascha an, schöne Mitte Flash. So, Stepsend gehört. Argo auf jeden Fall bekannt. Boah, schade von Lord. Kann er nur einen machen? Boah, nette Pose von Tess.
instant den Dropper geholt, der natürlich da in das Eck eher schaut. Boah, krass. Stark von Theis. Aber auch seine Mates gut da geholfen. Vor allem wichtig von Lord, da den ersten direkt zu machen. Also gefühlt war das eine relativ einfache Runde für ESC. Da wurde auch nicht großartig gefaked oder sonstiges. Es gab halt keinen First Track für ESC, für Navi. So, jetzt sieht es nach einem etwas schnelleren Go aus. So, schnell Mitte. Wo ist Pascha? Boah, Pascha ist richtig blind. Das ist ein Connector, lol. Aber Tess hat ihm da geholfen. Also schönes Teamplay. Action ist auch bekannt. Oh, beide sterben. Pascha, boah. Krass. Aber Pascha low. Neo-Low, also die Runde hätte gut und gern anders auch mal ausgehen können. Schade, war eigentlich ganz gut gedacht von ESC, das schnell zu spielen jetzt. Halt bitter, dass man Pascha da nicht holen konnte im Connector, aber es war einfach perfekt geholfen von Tess. Unglaublich gutes Teamplay. Auch Eco bei Navi. Eher Richtung B orientiert. Langsame Runde von vorhin als Equip Round, der Equip Round jetzt als Eco quasi. Oh, schieben doch wieder weg. Neo könnte es aber fast hören. So, wir wissen auf jeden Fall jetzt schon, dass Mitte nichts ist. Oh, Neo auch schon mit der Nade. Also da wird nichts anbrennen für ESC. Würde mich schon sehr wundern, wenn sie jetzt noch eine Waffe verlieren. Das ist die Nade. Ah. Schade. Weil die Spieler noch so weit hinten waren, hat es ja nichts gebracht. Aber Edward schon low. Krass, wie Neo da sogar drauf gewesen wäre. Kann man da wirklich bangen? Ich würde mal pauschal ja sagen, sonst wird er da nicht durchschießen. Lord sogar von hinten gekommen. Wo würde man da durchschießen überhaupt? Hier in dieses kleine Küchenabteil. Und hier zeichnet sich auch das Fenster ab, kann das sein? Also wäre mal gut zu wissen, ob man da bangen kann, müsste man mal austesten. So, aber Ausgleich 3-3. Lord aggressiv Action. Die Smoke liegt dann nicht perfekt, glaube ich. Mal kurz gucken. Ne, als Terror sieht man da schon genügend. Wieder schnell hoch. Tess gestorben und Kuben macht oben dicht, da ist nichts. Und sie sind sogar schon gefunden in der City Base. Oh, Kuben hat dagegen vielleicht Lord hat da reingeguckt. Und sie haben echt keinen Plan, dass da hinten schon einer durch ist, aber Kuben macht den wichtigen Frag. Schade, dass Senja da nichts macht. Weil den Frag nicht gesetzt hat. Ah, auf jeden Fall Glück im Unglück dabei, ESC mit der Flash, die ja eigentlich ein Mate geflasht hat, aber dann auch noch den Terror, der da offensiv war. Jetzt vielleicht ein kleiner Fehler bei Lord, wobei der sich natürlich Infos holen wollte, ob sie jetzt wirklich A kommen oder B. Oh, das war wichtig von Starix, seine Connected-Spiele zu machen. Wir sind jetzt, sie haben eine Zeit lang nur noch den Base-Spieler. Netter Molly. Oh, der kommt vielleicht ein bisschen zu tief bei. Nee, der ist gut, der ist gut. Der breitet sich da echt komplett in der Schräge aus. Jetzt allerdings schon weg. Neo kann die Bombe machen. Oh, krass. So, der letzte hat jetzt auch richtig Probleme, auf den Spot zu kommen. Mit Glück kann er noch legen. Direkt der Flash. Oh, es hat ganz knapp noch gereicht. Somit könnte das fast doch reichen jetzt nächste Runde bei Navi mit dem Geld, um zu kaufen. Ja, hat auch gereicht. Also von daher war der Bombplant sehr, sehr wichtig, um jetzt wirklich noch dran bleiben zu können.
keine AWP, also so viel Geld waren er auch nicht. Zeus allein A, Senior wird wahrscheinlich Action übernehmen. Marklauf spielt da wirklich komplett defensiv. Spekuliert er nur auf einen Push. Und sie müssen halt sich das langsam einprägen, dass der Lord immer sehr aggro spielt. Mit sogar eine Falle. Krass. Sehr geil gespielt von der ESC. Da ist da zwei an der Wand warten. Einer lenkt am Döner ab. Der würde sich dann wahrscheinlich auch wegziehen, wenn er nicht direkt den Frag macht. Und dann würde der T wahrscheinlich rumziehen oben. Und dann ja, gibt es die Überraschung, dass da zwei CTs auf der Schräge noch sind. Also sehr cool gemacht. Schöner Move von ESC. Und einer sogar schon... Sogar schon T-Base da eingenommen halb. Starix hat halt auch keinen Dunst von. Zeus am A. Bombe auch Mitte oben. Boah, schöner Headshot. Ja, das Spiel ist aber beide gut. Neo der Box. Boah, kriegt aber noch gut Schaden. Also Navi hittet schon ganz okay bisher. Müssen jetzt aber noch eine Eco einlegen. Ja, Maniac ist Lord. Jetzt die Frage im Chat. So, jetzt in der Anti-Eco spielt das wirklich defensiver. Es scheint auch gut über das Geld des Gegners Bescheid zu wissen. Mit Flash, Smoke. Boah. Krass, Lord war da, aber er scheint wirklich blind. Der ist gerade zwei machen auf Spot, wird jetzt geholt. Gute Eco für Navi. Boah, der Molly ist perfekt gegen die Bombe. Hat es gerade schön gesehen am Balken, wie Starix, bei Starix die der HP-Balken gesunken ist. Und Zeus spekuliert er, dass er von hinten kommt. Spielt Navi super. Haben jetzt noch viel Zeit, verunsichern natürlich auch Kuben, der hier jetzt noch lange Zeit, also noch nicht allzu lange Zeit auch andere Ecken checken muss, muss aufpassen von hinten, von Connector und so und vermutet jetzt echt, dass sie B gehen. Oder geht Base. Boah, krass, der Move wieder zurück. Glaube ich, gut gespielt von ihm. Vielleicht kam auch eine Ansage vom Mate, dass es wahrscheinlich ein Fake ist. Oh, die Deagle, die wurde heute noch ein bisschen gebufft. Edward hat jetzt wahrscheinlich auch gemerkt, dass er wenig Zeit hat. Bombe sollte er durchkriegen. Gucken aber Low HP, das kann Edward machen. Hat schon gutes Aiming heute bewiesen. Gucken hat jetzt auch die Info abgegeben, ob er im Spot weg ist oder. Ah, er vermutet immer noch auf Spot. Perfekt gespielt von Edward. Ah, Gucken hat da einfach für einen kurzen Moment, wo er da defensiv gegangen ist, das hat Edward ausgenutzt. Ist da unbemerkt Action gekommen. Sehr schön Runde gespielt, Mann. Das war echt eine Eco. Also sehr, sehr stark von Navi. Vielleicht aber auch Fehler bei Lord, dass er dort weggeflecht werden konnte. Und dann kann Tess natürlich auch nicht mehr so viel machen. Zwei hat er gemacht, das war eigentlich noch okay. So, Pushing Keller. Boah, Starix gewinnt er das Duell. Kommt aber mit Low HP weg. Wieder der Standardaufbau bei Navi gewesen. Starix allein da im B-Haus. Heim mit oben. Boah, Senja ist in der Hausduell. Boah, er guckt nicht hinter sich. Boah, krass. Sehr, sehr stark von Senja. Nur direkt wieder nach hinten zu gucken und dann so einen schönen Spree-Aim zu haben bei Kontakt direkt links, rechts. Da kann der CT wirklich nichts machen. So, aber Tess wieder auch sehr gut gespielt. Holt sich da Infos. Macht die Action komplett safe. Der Neo noch am B. Starix zieht er da rein. So, jetzt müssten Navi langsam eine Entscheidung treffen und es scheint wohl B zu gehen. Und ESC hat wirklich null Kontrolle. Es spottet nicht mal einer kurz. Pascha riecht den Braten aber schon. Richtig stark von ESC. Das können sie fast sogar noch machen. Ach, aber Neo stirbt gegen Marklov.
Der war an kurz. Oh, Push auf Spot hat sich jetzt schon verraten. Oh, bankt Bratz leider auch nur. Und jetzt gegen 5. Na gut, Taz. Das kann selbst er nicht machen. Macht doch gar keine Anstalt mehr. Der war schon die Steps. Boah. Geil durchgesprungen von Zeus und wird dann sogar noch mit dem Frag belohnt. Er macht ein gutes Spiel hier, der Leader. Ich weiß auch gar nicht, ob Zeus wieder ansagt. War ja mal eine Zeit lang Starix dann der Ansager bei Navi. Freut mich auch, dass man hier öfter jetzt Molly sieht bei Navi. Also es scheint da das erste Team zu sein, was vielleicht verstanden hat, mit dem Molly sinnvoll, den Molly sinnvoll einzusetzen. Oh, nice. Also Navi schon wesentlich besser geworden. Holen sich jetzt sogar auch die Führung zurück. Boah, sehr gut gespielt von Zeus. Der ist da die Arme geholt. Wo hat er denn die Arme her? Hat sich nicht geleistet. Der hat Senja die gehabt? Komisch. Ja, das scheint wirklich sehr, sehr viel Geld. Man kann man natürlich machen, wenn man richtig viel Kohle hat, Mates Eco haben und man trotzdem Arbe. Da hat man schon auf jeden Fall Runden gesehen, die dann trotzdem so gewonnen wurden. Krass. Fackel, die scheint echt gut aufzuspielen. Ist sie wieder ein richtig gutes Teamplay in der Mitte aus. Ich glaube, Taz war da gerade noch eben am Helfen. Jetzt weggeschoben und geholt von Zeus. Wahrscheinlich aus dem, ja, wollte ich gerade sagen, aus dem A-Haus. Bombe gerade noch nicht gepickt. Boah, schöner Umgang von Senja. Also sie lernen auch dazu. Gegen die Posi bisher einmal gestorben da. Und jetzt wieder direkt mit Pre-Fire oder mit gutem Pre-Aim, mit gut Fokus da rumgegangen und direkt... Ja, es ist eigentlich auch Pre-Fire. Also dort gegen die Posi kann man eigentlich nicht reagieren. Am besten ist es wirklich immer dort einfach mit Pre-Fire rumzugehen. Weil dann kann der CT da eigentlich nichts gegen machen. Boah. Das müsste die 7. Runde sein. Außer Pascha. Ja, wenn er den Fleck noch gesetzt hätte. Maklaff hat zwar eine Aare. Aber wenn er da halt einmal verschießt, dann kann er Headshot kassieren. Navi baut die Führung ja aus, 7-5. So, ist sie muss sparen. Erneut. So, eine Anti-Eco, einfach Action Contact, funktioniert super. Ziel noch erstmal nur ab. Werfen Brands. Taz müsste jetzt eigentlich schon gehört worden sein. Oh, gute Nate gegen Taz. Oh, warum der CT da unten nicht hinzielt, weiß ich nicht. Wurde da gut abgelenkt. Alle sollten da natürlich auch nicht zum Connector gucken. Aber alles nochmal gut gegangen. Navi, Halbzeit ist schon mal gewonnen. 5 Runden über ESC. Setzt man jetzt vielleicht mal auf Aave? Ne, weiterhin. M4. Vielleicht nochmal den Move in der Mitte. Navi spielt wieder defensiv. Standard. Boah, was ist das für eine gute Fläche gewesen? Boah, aber Pascha kriegt ihn da noch. Die Smoke, die HE da abgeprallt. Sehr schön gespielt von ESC. Kriegen den First Track.
ziehen sich dann direkt defensiv zurück. Sykes wollte da am B was entscheiden. Hätte fast auch klappen können, wenn er da einen Ticken weiter vor gewesen wäre. Also wenn er dann Neo Headshot gibt, dann kann er halt B einnehmen, jetzt kann rüberschieben und die Runde ist vielleicht fast gewonnen. Also von daher gar nicht mal so schlecht gedacht von Starix, da direkt den Reflect zu holen, den Quasi-Reflect zu holen am B. Oh, und er gibt Zeus Fußhit, weil er da durchspringt. Krass. Bitter. Das wird die nächste Runde für ESC wahrscheinlich. Vielleicht sogar eine 5er-Runde. Oh, Mark läuft da noch gut Probleme mit der Arme. Sollte da noch ein kleines Bootcamp einlegen. So, freut mich, dass Navi hier heute schon so gut mithalten kann. Sogar die Führung bisher wieder rausgespielt hat. Dafür, dass ESC dann, ich glaube, 5 Runden am Stück geholt hatte, hat sich Navi gut zurückgekämpft. Da. Miss. Boah, Pascha mit einem Eiermove hoch 3. Boah, nice gespielt von Pascha. Boah, aber Mini-Döner. Boah, gut von Edward, dass da noch einer ist. Der Pascha vielleicht besser aufpassen müssen. Zumal Kuben ja noch nichts gesagt hat. Also, zumal Kuben ja ansagen hätte müssen, dass da kurz noch nichts durch ist. Hätte Pascha eigentlich damit rechnen müssen, dass da Mini-Döner noch einer steht. Aber vielleicht war es auch nicht angesagt. Oh, Tess beweist mal wieder gutes Aiming, Starix. Vielleicht. Oh, Tess ist einfach so stark. 7-8. Verdiente Halbzeit, auf jeden Fall. So, und jetzt gibt es hier 120 Sekunden. Pause wahrscheinlich für Werbung auf dem Stream oder so. Und die nutze ich natürlich auch direkt. Also gut eine Minute. Geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. ESC gegen Navi, was? HF? HF? Not live, ja. Wollte gerade sagen, haben die Meldung gerade nicht gesehen? Halbzeit 9-6, Nip. Boah, nicht schlecht. Das ist T, von daher ist das noch ganz solide. Das war jetzt schon für das hier gedacht. Sonst werden die jetzt nicht noch live geschrieben haben. Oh, ESC hat um 20 Uhr auch ein Spiel und zwar gegen AL in der ESEA. Machen jetzt hier ein bisschen Druck. Oh, jetzt geht's auch direkt weiter. Meine AL hätte da sicherlich auch Verständnis für, wenn ESC da ein bisschen später kommt, aber trotzdem nett von ESC zu sehen, dass sie wirklich so professionell sind und hier wirklich keine Minute vergeuden wollen. So, zweite Hälfte. ESC wählt da direkt einen anderen Weg als Navi vorhin. Rushen direkt A. Aber was heißt Rush? Schnell aufgebaut. Warten auf. Ah, oh, fuck, ich wollte gerade auf Neo gehen. Wurde der anscheinend überrannt? Oder wurde halt angelegt kurz? So, A ist jetzt rausgegangen. Die Nades, er ist noch richtig gut. Oh, Flash für Pascha, glaube ich. Joker-Pose jetzt. Oh, oh, ne, macht keinen. Krass. Boah, das könnte wieder eine 5er-Runde werden. Oh, Tess. Oh, krass. 5er-Runde für Navi. Die zweite Piste geht an sie. Oh, keiner hat... Doch, Senjana geht. Aber das schaffen sie auch locker. Also krass. Schöne Taktik aber von Navi. Zu, ich weiß nicht, zu dritt war es wahrscheinlich. Am B kurz offensiv gegangen, Mitte angelegt.
Neo da holen können. Am A, die Nate von dem Kerrigan-Spieler saß gut. Ja, und dann der Move von Essay war eigentlich sehr gut. Pascha hat davon sich aufgestellt, auf die Flash vom Mate gewartet, dann rumgezogen. Vielleicht ein bisschen schade, dass dann noch kein CT da war. Und dann natürlich auch schade, dass er den Frag nicht bekommen hat. Aber ich glaube, selbst einer, wenn er da einen macht, ist es zu wenig. Da muss er schon wirklich zwei machen. Und daher war es sehr gut für Navi. Boah, Edward hält kurz safe. Was kann denn? Molly geworfen? Habe ich leider nicht aufgepasst, ob der von Senja war? Was ich mir irgendwie nicht vorstellen könnte, dass er in der zweiten Runde direkt nur Molly kauft und da den Go aufzuhalten. Na gut, Starix hat jetzt auch einen. Nee, sorry, Starix war es sowieso gerade für ihn. Oder? Ah, ich hab grad. Weiß gerade gar nicht, wer da am B war. Egal. So, schnelle Action-Einnahme. Ich weiß gerade nicht, ob das einen Flash gab. Boah, der kriegt den ersten. Der ist da auch keinen Hit gesetzt. Mitte, aber ein ESC schon unten. Starix B am Spotten. Könnte vielleicht boosten. Edward am Mini-Döner. Hat noch keinen Fokus da auf Boost. ESC macht aber auch keine Anstalten, das zu tun. Stark von Kuben. Aber Mark läuft direkt da. Schönes Teamplay, wirklich. Jetzt geht's wirklich zu Starix. Holt die Steps. Macht er einen Bison. Geht direkt durch. Oh, den hätte er eigentlich noch haben können. Ja, Mark da schon Küche. Boah, perfekt da vorgezielt an die Pose, wo einer rausspringt. Kuben mit der Bombe. Allein. Boah. Ah, sogar gerade frei. Zeus. Ja, Zeus wird ihn jetzt noch sehen. Hat aber eine schlechte Waffe auf die Distanz. Kuben könnte ihm Headshot geben. Oh, hat er ein bisschen gesehen? Sollte jetzt eigentlich neu nichts legen. Direkt 2. Krass. Also Teamplay-technisch von Navi wirklich hervorragend, so wie man es gewohnt ist, aus N6-Zeiten. Boah, ekelhaft, dass es hier ein RR gab, somit das Halbzeitergebnis nicht mitgenommen wurde. So, aber Spielstand overall 11-7. Für Navi natürlich. Ist sie direkt Richtung A unterwegs. Haben aber Echo. Kuben mit Smoke. Frage, wo er hin smoked. Okay, es wird Connector. Boah, die Nate. Hat bei allen ungefähr 25 Schaden gemacht. Sauber getimte Nate von Zeus. Die hat auf jeden Fall geworfen, nachdem er gehört hat, dass so die Smoke kam. Also das ist natürlich auch super gedacht von Zeus. Sehr taktisch gespielt. Boah. Mal gucken, da Base reingekommen. One on two. Warum war der nicht? Die müsste aber SWAT liegen. Aber kriegt der Headshot von Markelov mit Glock. Natürlich mit Glock. Hat er wahrscheinlich vorhin gepickt. Also allein das ist natürlich bezeichnend dafür, dass wenn ein CT Glock pickt, dann ist es auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass die Glock ein bisschen stark ist. Vielleicht auch ein bisschen zu stark. Freut mich aber auch, dass Faculty gut dran bleibt gegen Nip. Schon 8 Runden, ganz solide. So, auch Navi kann so einen Push spielen. Aber schöne Gegenfläche da von dem Terror von Neo. Oh, Pascha von hinten. Aber das ist schön. Schönes Hin und Her aber auch immer. Oh, nice wieder geholfen von Markelov. Wirklich hervorragender Teamplayer. Argo, Senja, geht da kein Risiko ein und pusht da irgendwie dumm vor in den Spot. Navi versucht es da von hinten. Boah, gute Hits. Das ist auch ausgezahlt bei Senja. Ich pushe hätte. Also sehr schön, dass er nicht vorher allein drauf gepusht hat, sondern auf seine Mates gewartet hat. Und dann die Chance genutzt hat, ja, einfach später vorzupushen. 5-0 Navi, verteidigen sehr gut. Markelov gefällt mir hervorragend. Auch die Refrags sitzen immer, also das ist ein ganz solides Spiel von Navi, kann man nicht anders sagen.
Also kann man nichts gegen meckern. Perfekte Smoke. Mark läuft da nichts. Keine Möglichkeit. Der ist noch vor A, Keller, Mitte oben. Also ein schneller Boost würde mich mal freuen. Oh, machen sie auch, oder? Ah, spielt ihn doch. Ich meine, was will Markloff da groß machen? Der verschießt da einmal und dann muss er Headshot kriegen. Was sind ja... Action gegen Tess, gestorben. Neo am Connector. Sie haben auch keine Smokes mehr. Also es wird auch sehr schwierig, jetzt B zu gehen über Mitte. So, kurz einmal abgesmoked. Schade, dass Markloff da Mini-Döner ist. Aber direkt die Ansage von Edward bekommen, dann hat Markloff... Boah, schöner Frag am Schlitz. Gut mit da oben abgemollied. Schöne Nate von Starix. Boah, sauber. Also Navi richtig stark, muss man einfach mal sagen. Wobei das irgendwie nicht gut gespielt war von ESC. Wie gesagt, Boost würde mich freuen. Da ist eigentlich immer die Lücke im Döner. Ja, und dann am Ende haben vor allen Dingen auch die Smokes gefehlt. Die hat man, glaube ich, auch am Anfang geworfen. ESC muss sparen. Nur Decoys. Das ist übrigens schon die 14. Runde für Navi. Doch keine Eco, sorry. Boah, sie haben mal 4 Decoys. Die Smoke auch hervorragend da unten. Weiß nicht, ob man die jetzt Fake-Fisches wirft. Boah, Starix da was riskiert. Oh, Kerrigan Smoke kommt. Spot noch. Boah, was ist das für eine Pose da? Kann er auch nur einen machen. Gute Gegenflash. Boah, Markloff. Aus der CD-Base. Weiß nicht, wie er da den Frag gesetzt hat. Neo, gutes Pre-Aim auf die Pose. Leider nicht bekommen. Und Kuben jetzt gegen 2. Aber leider nur mit Galil. Boah. Also, bei Navi ist heute kein Durchkommen. Draw schon mal für die Ukrainer. Tja, ich sehe, na klar, kaufen jetzt nochmal. Haben auch fast alle AK, bis auf Neo. Smoke nochmal von Kuben. Vorhin lag sie perfekt im Döner. Und auch jetzt wieder. Also hervorragend. So, bauen wieder Keller. Ne, diesmal keine Keller aufbauen, nur Pascha dort. Boah, Kuben Headshot Markloff gegeben. Wichtiger Frag. Und jetzt der B-Go. Starix stirbt, Senja Action gepusht, Edward noch ein Kurz da. Boah, diesmal fallen auch die Headshots. Aber schön gespielt von ESC. Wichtig, also Kuben einfach den wichtigsten Frag gesetzt. Na, wobei. Es waren ja immerhin noch Starix, war noch am B und Edward war ja noch kurz, also. Daher der B war ja eigentlich noch gedeckt. Trotzdem, ich sehe nochmal mit einem Lebenszeichen. 15-8. Geld bei Navi natürlich vorhanden. Da mit dem 7-0. Wobei, muss man aus ESC zugestehen, die Runden waren nie... Also, doch, es waren einige eindeutige Runden dabei. Aber die nicht eindeutigen waren dann schon auch eher knapp. So meistens 1-2. 1-3, ja gut. War meistens waren, glaube ich, 2 1-2s. Von daher... Ja, es war jetzt keine komplette Zerstörung. Pascha ist jetzt allein in der Mitte. Die Taktik kennt man so weit auch. Boah, und da Fehler bei Markloff. Dort so lange zu stehen, ohne dass Edward da ihm irgendwie hilft. So, jetzt sieht man es perfekt. Einer von A muss sich da auf kurz konzentrieren. Und jetzt können eigentlich. Jetzt kommt der Go für meinen Geschmack viel zu spät. Jetzt kommen erst die Smokes. Klar hat man natürlich gewartet auf Pascha, aber der macht es halt einfach allein gerade die Runde. So, aus Spot noch Holz, der muss jetzt sterben.
Tut er auch und Starix kommt von hinten. Auch wenn der Gold sehr lange gedauert hat, hat's Pascha dann einfach gerissen. Boah, nee, ist Neo. Krasser Shot. Neunte Runde für ESC. Navi muss echt Ne, man kauft. Marklov muss eine legen. Wenn die Runde verloren gehen sollte, dann müssen wir auf jeden Fall sparen. Das war ein schneller Argo. Boah, die Nades. Boah. Aber warum Puppen da auch stehen bleibt, keine Ahnung. Es geht nur einer raus. Da hinten haben wahrscheinlich noch Grants geworfen. Also Kerrigan abgesmoked. Connector aber nicht. Wir müssen Tests. Also. Das ist ja ganz. Das war irgendwie ganz komisch. ESC. What the fuck? ESC da relativ schnell A aufgebaut, dann gesmoked, dann ist irgendwie der einer oben und also ganz, ganz seltsame Runde von ESC. Und Navi gewinnt. Navi gewinnt das Spiel gegen ESC auf Mirage. Sehr, sehr schön. Freut mich für Navi, dass sie hier wieder mal ein Erfolgserlebnis feiern können. Suchten scheint sich also auszuzahlen. Bin sehr gespannt über ihre nächsten Spiele und vor allem über ihre LAN-Performance nächste Woche.